fahren jetzt los über die Biscaya. Wir sind alle aufgeregt. 4 Kilometer tiefes Wasser. Was da alles wohl für Wesen hier Unwesen treibt. Was geht da ab? Die springen alle rum! Junge, pass auf, dass du nicht über Bord gehst da, du. Das ist da unter unserem Bruder. Ey, der ist unter uns. Das ist ja riesig. Da, dort, da. Gute Schnauze von unserem Anti-Fouling und unserem Bruder. Ich bin Leonie und das ist Jonas und Thilo. Gemeinsam haben wir uns ein altes Segelboot gekauft, es restauriert und ausgestattet, um jetzt mit euch auf die Reise unseres Lebens zu gehen und die Welt zu entdecken. Vielen Dank an alle, die uns unterstützen. Komm mit an Bord und werde auch Teil unseres riesigen Abenteuers. So, wir haben gerade abgelegt und fahren jetzt los über die Biscaya. Wir sind alle aufgeregt, aber wir haben ein Briefing gemacht und wissen, was wettertechnisch da so abgeht und ich glaube, das wird ganz gut. Jetzt gibt's Essen erstmal. Nudeln vom Vortag. Und kannst du schon mal die Schälchen befüllen? Ja, ich glaube, es gibt auch noch alten Hummus. Jetzt entspannte Stimmung. Wir essen gerade noch, segeln in den Abend hinein, aber da kommt eine richtig fette Wolke. Tag 1 auf der Biscaya. Gestern sind wir erst abends in die Nacht reingefahren, von daher war das gar nicht so richtig. Die Wellen sind richtig lang, leicht gebogen, die Wasseroberfläche richtig chillig. Boot hat auch nicht viel Kränge und keine Seekrankheit. Wir fahren halt die ganze Zeit unter Motor, weil kein Wind ist, leider. Aber genau, es war klar, dass im ersten Bereich nichts los ist. Ich hoffe, wir können da mal irgendwann die Segel hochziehen. Auf jeden Fall ein total verrücktes Gefühl. Jetzt nach einigen Stunden Fahrt sieht man hier gar nichts mehr, kein Land mehr, keine anderen Boote mehr. Heute Nacht war der Sternenhimmel mega schön. Neben uns die Delfine, sie sind die ganze Zeit mitgeschwommen, mehrere Stunden. Das ist schon ein krasses Gefühl. Ja. So, die Nachtschichten sind immer extrem anstrengend. Thilo pennt jetzt auch hier. Aber man kann eigentlich immer ganz gut hier überall pennen. Wir haben ja diese Fat Boys, also diese Sitzsäcke. Und da kann man sich immer reinhauen. Genau, man muss eigentlich immer pennen, wenn man die Möglichkeit dazu hat. Beziehungsweise manchmal ist man auch nicht müde, aber ist auch gut für die Sicherheit, weil wenn immer einer fit ist, dann oder mindestens zwei, dann kann nichts passieren. Wir sind von hier gestartet und lasst euch hier davon nicht irritieren, das ist Graphitspray. Hier geht's los, dann sind wir hier ums Kap und jetzt sind wir hier rund. Und jetzt sind wir da. Und wir wollen dahin. Das heißt, wir haben ungefähr, wenn ich das peile, zack, zack, ein Drittel geschafft. Wir haben jetzt den Motor aus seit einer Stunde und wir dachten, es wäre zu wenig Wind, den Motor auszumachen eigentlich die ganze Zeit und war es auch, weil es ist jetzt, wobei, ja, es sind halt 7 Knoten Wind, aber wir fahren trotzdem 4,5 Knoten Speed und von daher richtig chillig. Der Wind kommt so leicht von hinten. Und wir sind gerade genau an der Stelle, wo das Wasser von 200 Meter Tiefe auf 4000 Meter Tiefe. Das ist schon echt krass. Hier ist eine richtige Klippe. Und dass das so tief ist, hier ist ja einfach 4 Kilometer tiefes Wasser, ne? Was da alles wohl für Wesen hier Unwesen treiben. Mhm. Flasche, ey. Die springen alle rum!
kann sein, dass es Thunfische waren, ne? Ey, das sind Thunfische! Ja, das sind richtig fette Thunfische. So, wir haben eine Herde. Sorry, ein Schwarm Thunfische. So, er kommt schon, er kommt. Schwarm Thunfische. Haben wir gesehen. Sind alle. Ich weiß, ich bin hier so und Delfine hüpfen hier manchmal lang. Auf einmal springt irgendwas so 3 Meter aus dem Wasser, ne? Und dann noch 20 andere hinterher und ich so. Ja. Thunfische waren. Ich weiß aber auch nicht über die. Ich weiß nicht, rausgesprungen. Keine Ahnung, wurden die gejagt. Okay, also jetzt ist abends 9 Uhr. Nachtfahrt bis Kaya. Wir haben so 11 Uhr. Jonas hat gleich seine Schicht, fängt als erster an. Wir fahren hier ganz entspannt mit 5,5 Knoten Vorwindkurs entlang bei 8 Knoten Wind. Wir haben die Genua ausgebaumt, groß aufgemacht, wir sahen auf und cruisen jetzt hier richtig entspannt in die Nacht rein. Schöner Sternenhimmel, ruhige See, ruhige Welle. Ich glaube, das ist bis jetzt der entspannteste Abend, seitdem wir unterwegs sind und so habe ich mir das vorgestellt. Macht Bock. Was ist das hier? Also blendest du mich hier in meinem Tiefschlaf? Hier ist einfach so eine entspannte Welle, ne? Da kannst du auch schon auf der Biscay auf dem Deck pennen, ne? Das ist so easy, dass man hier so. Da kann nichts passieren, kannst du auch bei 30 Knoten hier pennen. Junge, pass auf, dass du nicht über Bord gehst da, du. Guck mal, wie das da zischt da unten. Morgen geht's weiter mit einem neuen Tag auf dem See. Bin echt gespannt. Das ist so dieser Moment, wo man denkt so, Alter, das ist ja echt doch schon richtig geil. Weil am Anfang, die Nordsee hat uns zu sehr auseinandergenommen. Da war man nach 3 Tagen so durch, wo man dachte, Alter, ist das jetzt hier immer so heftig? 40 Knoten, 50 Böen, aber das kann nicht sein. Und jetzt die Biscaya, wo man sich richtig schon drauf vorbereitet hat mit Stürmen und so. Zeigt sich mit einer anderen Seite. Warum nicht, ne? Fahr du mal einen richtigen Kurs hier lieber, das sieht gar nicht gut aus. Mach jetzt aus hier, ciao, bis morgen. Er ist unter uns! Ah, da! Hilfe! Da! 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 Alter, ist der riesig! Hast du, ihr müsst aufpassen! Alter! Da! Orca! Der kickt uns! Hallo! Oh, wow! Wenn wir mal an und beißen, die wir dann killen können. Die wollen uns auffressen. Die essen ja eigentlich Blauwale. Da ist er! Die können auch springen und die können auch beißen. Ja, ja. Lass mal ins Cockpit gehen. Wow, 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 fett, ah, Hilfe. Können die uns umkippen? Nein. Nein, aber können die können unser Ruder schrubben. Nein, die können das Ruder aber kaputt machen. Die wollen uns echt, essen. Weißt du, wie die das machen? Alter, was ist mit denen? Die tümmeln sich hier schon die ganze Zeit rum und wow, unser, wow, unser Ruder einfach. Das dreht sich die ganze Zeit. Die greifen einfach unser Ruder an. Denken, was wir werden, ist mit denen, Alter? Die jagen ja eigentlich im Rudel, jagen die eigentlich Blauwale und drehen ja, die immer an und beißen die. Die haben schon richtig rote Schnauzen von unserem Anti-Fouling. Junge, unser Ruder. Die Junge, die machen Sport. Anti-Fouling-Sport, ne? Ja, ja. Das sind irgendwie 3, 4 Stück, ja, Alter. Ja, das sind richtig viele, das ist eine ganze Herde. Weil die können auch eigentlich den Blauwal nicht alleine killen. So, die beißen immer so kleine Happen da raus mit 20 Fingern. Die begleiten diese Blauwale auch immer über Stunden, weil die nur ganz langsam getötet kriegen. Und die beißen immer kleine Happen raus. Und nach 10 Stunden haben die Blauwale so geschwächt, dass sie
deswegen werden die auch nicht so schnell von unserem Kahn abpassen. Die werden denken, die machen jetzt hier so eine Jagd. Alter, überleg mal, du hättest ein Kunststoffboot, die brechen einen Kiel ab. Ja, ja, ciao. Dann dreht sich das Boot um und dann fressen die einfach auf. Es war alles richtig ruhig und es war mega der schöne Sonnenaufgang und ich saß da und habe das erste Mal wieder Handynetz gehabt und telefoniert und hier in die Ferne gestarrt und auf einmal springt da so ein richtig fetter Orca komplett raus. Er war komplett außerhalb des Wassers und ich habe mich voll gefreut. Ich dachte so, boah krass, ich habe einen Orca gesehen und habe direkt Jonas und Thilo rangeholt. Da, der springt da und da ist noch einer! Alter, da, 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 da! Boah, Alter, guck dir die an! Ich hab den so fett gesehen. Der war so fett. Komm mal hin, Freund. Bro. Komm ran, Orca. Ich will einen Orca. Und dann kamen die auch immer näher und wir haben uns erst eigentlich noch voll gefreut. Und auf einmal waren die unter unserem Boot und haben uns richtig rumgekickt. Hat schon ein bisschen Schiss. Dass ich habe immer nur so Videos im Kopf, wie die da irgendwo hinspringen und irgendwen angreifen. Und ich dachte, vielleicht kann auch einer hier drauf springen oder so. Auf jeden Fall haben wir uns gedreht und das Steuerrad hat sich die ganze Zeit gedreht und die hatten auch schon Anti-Fouling an der Nase und so. Und das war schon krass, aber die sind ja dann wieder gegangen. Und dann haben wir noch einen kleinen Hai gesehen, also hier war schon richtig was los heute Morgen. Ich habe natürlich direkt deren Jagdverhalten analysiert und für mich war klar, die sind im Angriffsmodus. Die haben hier auch richtig das Boot flankiert, rechts und links, jeweils immer einer und dann halt von unten richtig gegengebammt. Und von daher, die wollten den Kahn hier zum Sinken bringen, ne? Oder die hatten halt richtig Verzweiflung, Hunger. Auf jeden Fall, wenn wir ein Kunststoffboot gehabt hätten, da kann ja schon mal der Kiel abbrechen. Ja, oder mindestens das Ruder. Ja, das Ruder geht kaputt und wenn du halt ein kleines Boot hast und hast Pech, einer schwimmt gegen Kiel, dann bricht der ab und dann macht das Boot nur noch Schwupps, ne? Und gegen so einen kleinen Robbenfischlein, Fleischstückchen im Boot haben die bestimmt auch nichts. Aber bei uns konnten die nichts ausrichten, dann hat sie wahrscheinlich einer an der Schraube oder das Steuer ist auch schon spitz für so eine Nase so. Schon wehgetan und dann abgelassen. Ich war das erste Mal richtig am Pennen, gemütlich. Und auf einmal geht's hier ab, ich konnte es gar nicht glauben. 4, 5 Stück einfach. Und du hast mir auch nicht geglaubt, dass die gegen das Ruder bumpen, ne? Ey, hat sich jetzt schon gelohnt, ein Stahlboot zu kaufen mit Reling und allem. Nee, aber wir haben jetzt auch endlich Land in Sicht. Sieht schon sehr vielversprechend aus. Schöne Klippen oder Berge. Sieht man auch gar nicht, ist Nebel. Ja, aber sieht bergig aus. Und dann sind wir schon in Spanien. Aggressive Orcas machen Seglern Angst. Immer wieder greifen mehrere Tiere das Segelboot an, beschädigen so das Ruder. Das Segelboot Beautiful Dreamer samt seiner 3 Besatzungsmitglieder musste anschließend abgeschleppt werden. Nicht der erste Vorfall. In den vergangenen Wochen wurden so einige Segelboote zerstört. Ein Sportboot, das auf dem Weg nach Großbritannien war, wurde mehr als 15 Mal von einem Killerwal gerammt, bevor es dann in einen nahegelegenen Hafen geschleppt wurde. Crewmitglied Victoria Morris war Ende Juli an Bord eines 14 Meter langen Lieferbootes, als 9 Orcas sich im Wasser sammelten, den Rumpf rammten und das Boot sogar um 180 Grad drehten. Sie beschädigten so den Motor und zerbrachen das Ruder. Morris erzählte danach, die Tiere hätten mit Lauten kommuniziert. Savamensch und Maritimo waren nun Bootsführer und Segler, möglichst Abstand zu halten von Orcas, doch das gestaltet sich als schwierig. Selbst Forscher können sich das Verhalten der hochintelligenten Tiere nicht erklären. Orcas gelten zwar als sehr neugierig, dass sie aber attackieren sei ungewöhnlich. In der Vergangenheit gab es immer mal wieder Zusammenstöße mit Booten, doch eine Absicht war dahinter nicht zu erkennen.
Diese Situation hat uns mal wieder gezeigt, dass man sich beim Segeln nicht auf alles vorbereiten kann. Sie ist ein Symbol dafür, dass die Natur unberechenbar ist und wir sie niemals an uns anpassen können. Das Einzige, was wir tun können, ist uns in ihr zurechtzufinden, uns selbst anzupassen und zu schauen, was sie für uns hergibt. Auf jeden Fall haben wir es dann jetzt geschafft über die Vistaya. War schon anstrengend, aber war auf jeden Fall ein richtig guter Trip für uns alle. Wetter war gut, also hat sich eigentlich sehr gut angefühlt. Noch ungefähr 15 Seemeilen, dann haben wir es endlich geschafft. Richtig krass auf jeden Fall, die Biscaya liegt dann hinter uns. Und wir haben jetzt mal die Situation genutzt und ein paar Drone-Shots gemacht. Die Leute sind ein bisschen wehgetan am Finger, aber nichts Wildes. Aber muss ja passieren, am Ende von der Biscaya-Überquerung, da kann ja nicht immer gar nichts passieren. Da hat Thilo jetzt gerade mal noch die Drohne so hochgeschmissen, hat sich gedacht so, erstmal die nächsten zwei Wochen mit einem miesen Cut arbeiten. Okay, Thilo, hast du einer muss die Drohne fangen. Kannst du das machen? Ja. Wir sind jetzt gerade in A Coruña angekommen, oder wie man das ausspricht, und mitten im Stadthafen, mal gucken wie das wird, und dann gönnen wir uns erstmal ein paar Tage Erholung und räumen alles auf, refitten und gucken mal, was hier so abgeht. So, wir haben es jetzt geschafft, wir haben die Biscaya überquert. Ist unglaublich, was wir alles sehen und erleben durften. Ja, richtig verrückt. Das ist quasi der zweite Meilenstein nach dem Refit. Jetzt sind wir hinter der Biscaya, haben erstmal ein bisschen mehr Zeit und dingeln jetzt ganz langsam an der Küste von Portugal und Spanien entlang. Danke fürs Anschauen. Haben wir noch nie gesagt, abonniert mal die Glocke, dann wisst ihr direkt, wenn wir ein neues Video hochladen. Und das passiert schon relativ bald. Danke fürs Anschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Peace.